Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Und jetzt nehme ich euch mit, als erstes an den Strand, dann auf die Brücke, dann gucken wir zusammen aufs Meer und am Ende sage ich euch, was das Foto für ein Geheimnis birgt. Dranbleiben und ihr müsst alle mithelfen. Draußen ist es kalt, draußen ist es ungemütlich, in ganz Deutschland zurzeit. Und was gibt es da Schöneres, als ein bisschen zu träumen? Von Sonne, vom Meer und vom Strand. Und genau das machen wir jetzt, zusammen, auf den Malediven. Liebe Gäste, Traumurlaub auf AIDA, wie könnte man diesen besser verbringen als auf den Malediven? Wir sind heute im Paradise Island Resort und verbringen einen großartigen Tag am Strand. Viel Spaß! Wir sind hier auf der Insel Paradise Island und wir haben uns sehr viel versprochen. Wir haben die Sache von zu Hause als Ratgeber bekommen und sind die Sache gefolgt. Und wir liegen jetzt hier ganz entspannt am Strand, haben uns zwei sehr schöne Liegen unter Palmen genommen und versuchen heute den Tag hier so richtig schön und genussvoll zu genießen. Ansonsten erhoffen und wünschen uns heute einen sehr schönen Tag. Dankeschön! Super Gefühl, tolles Wetter, ein prima Strand. Man kann beruhigt in das Wasser laufen. Man sieht viele Fische. Es sind haiähnliche Fische unterwegs und man kann diesen Ausflug nur sehr empfehlen. Wenn ich bei uns an Bord bin, ist ja immer ein Highlight, den Kapitän auf der Brücke zu besuchen. Und es gibt sehr leckeren Kaffee da. Wir hatten das Glück, dass Kevin auch auf die Brücke durfte und der hat auch spannende Sachen gefunden. Guck mal. Du sag mal, wie bist du denn eigentlich zur Seefahrt gekommen? Ja, ich bin am Wasser in Stralsund geboren und dadurch war die Nähe zur Seefahrt schon immer irgendwie ein bisschen gegeben. Mein Vater, der wollte in der DDR mehr fahren, durfte aber leider nicht. Hat mich dann aber schon so mit 4 Jahren das erste Mal mit zum Segeln genommen. Ja, und dann war ich irgendwie infiziert von der Seefahrt und habe dann mit 6 schon das erste Mal gesagt, dass ich mal Kapitän werden möchte und zur See fahren. Und jetzt bin ich hier auf unserer schönen Diva als nautischer Offizier. Aber komm mal mit, ich zeig dir mal, was wir hier eigentlich genau machen. Sehr gerne. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ja, wir befinden uns jetzt in der Mittelkonsole unserer Brücke. Und hier siehst du unsere Maschinentelegrafen. Und damit können wir von hier oben direkt die Umdrehung unserer Schiffsschrauben, also unserer Propeller, steuern. Also, wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann bremsen wir oder ich gebe Gas, ja? Ja, genau, mach's mal bitte nicht jetzt. Aber genau so ist das. Und, was machen die beiden? Ja, das sind unsere Bugstrahlruder hier, davon haben wir 2. Und das sind unsere Extraruder auch 2. Und die helfen uns beim An- und Ablegen, quasi parallel von der Pier wegzukommen und ermöglichen somit leichtes Manövrieren des Schiffes. Wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwo mal drehen müssen, das Schiff, 360 Grad, 180 Grad, dann können wir das quasi auf dem Teller, sagen wir, quasi das Schiff bewegt sich nicht und wir drehen uns einmal komplett 180 Grad, 360 Grad, nur mit den Strahlern. So, jetzt wissen wir schon mal, wie wir hier Gas geben, aber wir sind ja gerade mitten auf dem Ozean. Also woher wisst ihr, wo wir sind und wo wir hinwollen? Ja, dann guck mal hier. Also hier haben wir die rote Linie, die du da siehst. Das ist unsere vorausgeplante Route. Die ist vorher kontrolliert worden und jetzt fährt quasi der Autopilot diese vorausgeplante Route ab. Und wir müssen halt während unserer 4-stündigen Wache dafür sorgen, dass der Autopilot korrekt arbeitet und
ihn halt überwachen. Und falls wir eingreifen müssen, können wir halt auch selbst den Kurs ändern. Und das würden wir in dem Fall mit diesem kleinen Joystick hier machen. Mit dem kleinen Joystick kann ich entscheiden, das Schiff fährt weiter nach links, weiter nach rechts. Ja, Backbord, Steuerbord in dem Fall. Genau. Mehr ist das dann nicht. Aber falls wir wirklich mal eingreifen müssen und direkte Ruderkommandos direkt aufs Ruderblatt geben wollen, dann haben wir auch noch unser Steuerrad. Und das will ich dir jetzt gerne mal zeigen. Das möchte ich auch ganz gerne sehen. So, das hier ist also der Ruderbock. Ja, genau. Das ist unser Steuerrad, genau gesagt. Das ist das Steuerrad? Ja, genau. Vielleicht ein bisschen kleiner, als man sich das vorstellt. Diese großen Holzsteuerräder, die kennt man eher von alten Segelschiffen, wo das wirklich noch direkt mechanisch vom Steuerrad auf das Ruderblatt übersetzt war. Jetzt ist das natürlich alles elektronisch und deswegen auch ein bisschen kleiner. Ja, und spätestens mit der Lotsenübernahme dann zum An- und Ablegen wird dann von hier Handruder gegangen von einem unserer Matrosen. Und der befolgt dann die Ruderkommandos, die wir ihm geben. Dann gehen unsere Kommandos genau auf das Ruderblatt direkt. Supi. Also darf ich mal? Ja, wenn du vorsichtig bist, kannst du ja mal 0,5 Grad nach Steuerbord vielleicht. Aber bevor du anfängst, warte kurz. Okay, Herr Fahrlehrer, 0,5 Steuerbord. Ja, ich halte das mal für dich. In welche Richtung? Na, in Fahrtrichtung rechts. Okay. Danke, super. Das reicht schon. Ich habe das Schiff gesteuert. Wow. Und wo sind wir hier jetzt genau? Ja, wir sind jetzt in unser Steuerbordbrückennock und das ist der kleine Überstand an der Steuerbordseite und der Backbordseite unserer Brücke, den man auch von außen gut sehen kann. Und hier kommen wir zu den An- und Ablegemanövern hin. Und wie du siehst, kann man von hier hervorragend am Schiff entlang gucken und somit haben wir eine super Sicht, ob wir halt auch wirklich beim An- oder Ablegen an der Pier längsseits sind oder nicht. Ja, aber hier ist ja auch schon wieder alles voll mit Hebeln und Knöpfen. Wofür ist das alles hier? Ja, wie ich bereits gesagt habe, kommt der Kapitän hier für die An- und Ablegemanöver her und damit er natürlich auch hier die Kontrolle über Schiff hat, sind hier genau die gleichen Steuereinheiten, die ich dir auch schon in der Mittelkonsole gezeigt habe, also unsere Bugstrahlruder, Heckstrahlruder, der Maschinentelegraph für unsere Antriebsmotoren und natürlich auch die Kontrolle für unsere Ruder. Interessant, wirklich. Also eine Menge. Aber liebe Gäste, schauen Sie mal hier. Florian, wofür ist denn bitte dieses Fenster im Boden? Ja, dieses Fenster haben wir in unserer Nock, damit der Kapitän halt wirklich auf den Zentimeter genau gucken kann, ob unsere schöne Diva dann auch an der Pier längsseits ist. Wahnsinn. Coole Aussicht, oder? Cooler Arbeitsplatz. Und von der Brücke ist es nicht weit bis zur nächsten Reling. Und da gehen wir jetzt hin und dann gucken wir aufs Meer und genießen den Ausblick auf die Wale vor Island. Und ihr seid dabei. So, ihr Lieben, und nun kommen wir zu diesem Foto und zu dieser spannenden Geschichte. Ich setze mir mal kurz die Brille auf, damit ich alles richtig wiedergebe. Hier auf diesem Foto sind zwei Pärchen drauf, die bei uns an Bord waren. Und das eine von den beiden Pärchen, nämlich die Familie Flieger, hat uns geschrieben. Die waren im Jahr 2013 auf der Aida Luna, zusammen mit dem anderen Pärchen, auf der Transkaribikreise. Vom 26.10. bis zum 17.11. New York nach Barbados. Sie haben sich da kennengelernt, sie haben richtig Spaß zusammen an Bord gehabt und dann war irgendwie Abschied. Das eine Pärchen musste schon früher absteigen in La Romana und die anderen sind noch bis Barbados durchgefahren. Und sie haben vergessen, Adressen zu tauschen. Und zufällig im Primetime Magazin 237 war es, glaube ich, haben sie das Pärchen auf diesem Foto gesehen. Und jetzt die Frage an euch. Kennt ihr die? Weil ich habe nämlich für dieses Pärchen hier einen Brief von der Familie Flieger. Und das würden wir gerne weiterleiten. Und wenn irgendjemand weiß, wo ich diejenigen finden könnte, dann sagt uns doch bitte Bescheid. Das sind sie. Nur die Liebe zählt. Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute bis zur nächsten Woche und bleibt gesund. Hey.